Tachchen, Tachchen, herzlich, Alola, genau, Entschuldigung. Alola, Moment, Moment, da muss ich die Geste dazu auch machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss den 3DS so hinlegen, dass er nicht abschmiert. Tut er aber sowieso. Ah, egal. Alola, so, reicht. Jetzt halte ich den in der Hand, dann klappt das mit der Capture Card auch. So, wir sind bei Pokémon Mond und was soll man großartig sagen? Ich habe einen Dude mit dabei, den Pokémon Dude. Ja, für den Fall, dass ich mal, falls mir mal die Informationen ausgehen und auch so zum Quatschen. Okay, und wir spielen das natürlich auf Japanisch. Oder wollen wir lieber Koreanisch oder lieber traditionelles Chinesisch oder doch lieber anderes Chinesisch? Oder ich weiß nicht, welches Chinesisch welches ist. Ah, natürlich. Ja, das jetzt sehe ich es auch. Koreanisch. Also ich wäre. Also ich würde mal sagen, Deutsch sollten wir vielleicht nicht nehmen, weil. Moment mal, oh, ich glaube, mein Desktop-Audio wird gar nicht. Man hört gerade gar nicht das Spiel, möchte ich Ah. meinen. Und das wäre ja schade. Check das mal nach. Ich check das mal nach. Man hört jetzt das Spiel. Schön, also Jetzt. müssen wir nicht neu anmoderieren? Nein, müssen wir nicht. Wir sind. Ist alles okay. Oh, nice, sexuell läuft. Dann Ja. Deutsch. Okay. Gut, dann Deutsch. Bist du dir ganz sicher? Weil ich meine, dann kommt auch das Pokémon, dessen Namen du nicht magst. Und dessen Namen mich nicht aussprechen soll. Ohne Spaß, wer den Namen in die Kommentare schreibt, der wird sowas von gebannt. Ohne Spaß, ich hack euch persönlich und werfe euch aus YouTube raus. Ich feg euer Konto leer, lösche eure Facebook-Freunde, wenn irgendwer das kommentiert, ne? Naja, Komm, vielleicht. jetzt mach Deutsch. Die anderen Namen Ja. kompensieren das. Ja. Richtig, richtig. So, Einstellungen wurden gespeichert. Außerdem, ja genau, manche anderen Namen kompensieren es tatsächlich hier, wie zum Beispiel Koalelu. Ja, Koalilu ist schön. Du erhältst einen Anruf von Professor Kukui aus der Alola-Region. Ist es ein Paarungsruf? Kukui! Kukui! Oh, Aber wenn du sexy das jetzt guess. hören würdest, das klingt so ein bisschen wie ja, Ah ja, Sipenja, die das Uhr. Intro, das kenne ich schon aus den Trailern. Ja, mach durch, die Leute wollen das nicht quatschen hören, Jo, die wollen das Spiel sehen. okay. Einen Augenblick, ja. Möchtest du diesen gut aussehenden Herrn sprechen? Abend. Es dauert nicht mehr lange, bis du nach Alola ziehst. Die Alola-Region besteht aus mehreren Inseln. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es hier so viele seltene Pokémon gibt. Das könnte sein. Ich werde mal das Spiel ein bisschen leiser stellen, dann hört man dich auch besser. So. Sehr gerne. Die Alola-Region ist die Heimat vieler Wesen, die Pokémon genannt werden. Das Oh. kennst du nicht, denn du kommst aus Kanto. Pokémon sind wirklich einzigartige Lebewesen. Sie halten sich im hohen Gras auf, in Höhlen, am Himmel, im Meer, einfach überall. Sogar gerade in deiner Hose. Raupi. Safkornärtner. Pokémon und Menschen helfen einander aus und leben in Harmonie miteinander. Ich merke, es ist eine kleine Verzögerung, glaube ich. Ja, Ja. manche Leute werden zu Pokémon-Trainern und lassen ihre Pokémon gegeneinander kämpfen. Kannst auch schon durchklicken, während ich noch rede, dann sind wir Ja, synchron. ja, ja. Wurfels, ich kann jetzt nicht mit dir spielen. Ich stecke mitten in einem wichtigen Gespräch. Ich habe einen kleinen 11-jährigen Jungen übers Internet kennengelernt. Soll ich Richtig. dir ein richtiges Wurfels zeigen? Oh. Ich hätte da ein paar Fragen an dich, um den Leuten in Alola mehr von dir erzählen zu können. Welches dieser Fotos stammt gleich nochmal von dir? Oh, die sind ja alle angezogen. Okay, welches seiner Opfer sind wir? Ah, ich weiß nicht. Also ich finde ja den hübsch. Ja, der Oder sieht wollen wir auch mehr. lieber Ah, sexy girls oder? sexy Girls? Ja, komm, ich meine, wenn wir uns die Spiele halt regulär holen, dann spielen wir wahrscheinlich den Jungen. Dann lass uns mal ein Mädel machen. Ja. Stehst du Und mehr so dann. auf blond oder? Ich stehe voll auf blond. Ja, dann nehmen wir die. Schneeweiß und Aber ich muss blond. sagen, diese Figur erinnert mich sogar an jemanden, aber das möchte ich jetzt nicht sagen.
Gut, und könntest du noch mal deinen Namen für mich buchstabieren? Ich hab ne Idee. Moment, nein, nein, nein. Ich will nicht G heißen. Nein. Ja, hab voll falsch getippt. Okay. Wo macht man bitte kleine Buchstaben? Hier. Wäre dieser Name. Oh, Moment. Oh. Ich glaube, mein Skype-Gespräch ist abgekackt. Das ist nicht gut. Ich ruf nochmal an. Ah, so. Ah, der wollte mir echt nicht, also der wollte mich nicht annehmen lassen. Ich habe auf den Knopf gedrückt, aber Ah. deswegen habe ich nochmal angerufen. So, ja, dann bist du ja wieder da. Das ist ja schön. Ja, also müssen wir mal gucken, ob das stabil bleibt mit Bildschirmübertragung. Ja, hoffentlich. So, welches könnte es denn jetzt wieder von den beiden sein? Ja, es ist das Richtige. Wie wär's mit dem Namen? Ah. Oh, nee, das geht nicht. So heißt schon der neue Eich. Was? Nein, oder? Oder hieß der Alte so? Oh, nee, der Neue. Der Neue heißt Heinrich Oh Eich. nein, nee, der alte hieß ja auch Samuel, Ja, das dann ist der weiß Neue Heinrich. ich. Oh Heinrich geht nicht. nein, oh Mann, da können wir ihn nicht, da können wir unser Mädchen nicht. Außerdem wäre das Mobbing. Ne, wieso? Weiß doch keiner, worauf es anspielt. Ja, die 2500 Leute, die den ausgelacht haben, schon. Und das tut Oh. mir auch leid, weil der mich tatsächlich sehr gerne mag. Das war ein treuer Fan und da würde ich den da ungern so, ne? Ja. Okay, Also nee, sind wir dann lieb. sind wir lieb. Nennen wir unser Mädchen Patricia. Patricia? Wieso Patricia? Patrick als Mädchen in der Patrick, ja, Date-Folge. stimmt. Oh, aber gibt's nicht noch was, was man. Oh, Mann, Mann, Mann. Genderbender. Also ich hatte mal Genderbänder. Ich weiß nicht, ich hatte auch mal in einem Spiel, in einem Let's Play, hatte ich mal Junge weiblich, aber nee, das muss man dann. Adolfinchen. Was? Kurzstulle. Was weiß ich. Rieseneinlauf, passt nicht. Oh Ja. Ach, du Mann. kennst das. Das ist Ja, schön. ja. Keine Ahnung, was anderes fällt mir jetzt auch nie ein, so blöd wie Nee, es das ist sehen wird. Kacke. Weil Ja. ich gesuche mal gerade einen Zufallsgenerator für mich. Für Pokémon-Charakternamen. Deutsche. Jetzt habe ich echt schon deutsche Pokémon-Namen eingegeben. Deutsche Mädchen-Namen-Generator. So, gucken wir mal. Vorschlagen. Nachname Exido. Also, empfohlen wird Elfie Exido, Annika Exido, Clarissa Exido, Suna Exido, Melia Exido, Amelie Exido, Hildegard Exido. Hildegard, Alter, das ist eine Hildegard. Caroline Exido. Caroline ist ein schöner Name. Aber ich mag Hildegard. Okay, nehmen wir Hildegard. Mit D oder mit T? D. Gut. Oh, Moment. Ich stehe auf Sie Hildegard ist mit D. außerdem, sie ist außerdem eine Wache, deswegen heißt sie Hildegard. Oh, ist die verwandt mit Gardevoir? Wahrscheinlich. Oder Hildegard. Nennen Sie doch einfach Isengard. Ja. Ach komm, nee, jetzt nicht Nee, abfacken. nee, gut, Hildegard. So, reicht. Ja, können wir uns auf einiges ein Mittelding. Ja. Okay. So, dann schauen wir mal, was Hildegard dem Mann im Internet schickt. Can you send nudes, please? Alles klar, jetzt habe ich alle Infos, die ich brauche. Hildegard. Toll, der Name schlägt ein wie ein Donnerblitz. In meiner Eichelspitze. Ich freue mich schon drauf, dich persönlich willkommen heißen zu dürfen. Na dann. Nur ein Wurfels. Ich will so ein Wurfels. Das ist süß. Ja. Ja. Hey, Hildegard. Ach so, das ist die Mutter. Hey, Hildegard! Hilfst du mir bitte bei den Vorbereitungen für den Umzug? Mach's doch selber, Schlampe. Oh. Oh, Eine das ist Zeitschrift. ja mit einem Bild von der Ether Foundation. Und guck mal, die hochauflösende Textur, ey, die ist nicht verpixelt beim Ranzoomen. Ja. Oh. Oh, Lilly rennt. Lilly rennt zum Aufzug. Und tschüss. Hey, wir wissen doch gar nicht, dass die Lilly heißt. Klar wissen wir, dass die Lilly heißt.
Noch jemand, der kleine Kinder entführt. Bleib stehen! Whatever happened to Chivalry? Quickly, feed feed. Bye! Los, Schlampe, lauf! Oh nein! Bleib stehen! Oh Wir nein! Wir haben dich umzingelt! Bukaka Party! Oh nein! Ah, oh, das ist ein Pokémon-Let's Play, warum sage ich sowas? Ja! Weil es auf meinen Kanal kommt. Bam! Cosmog. Pokémon Mond! Nice! Cool. Also ich hätte nicht gedacht, dass es direkt so zur Sache geht bei Lily, weil die war ja so als Mysterious angekündigt, aber das nimmt schon mal viel vorweg. Lily ist auf der Flucht. Drei Monate später. Du Sack. Alola, Alola, ui. Schön. Bei Nacht? Und obwohl ich jetzt gerade eigentlich bei Nacht bin, aber vielleicht pegelt sich das dann noch ein. Oder hinten rennt einer Junge. Auf dem Weg zum Strand, zum Labor von Kukui. Okay, jetzt wissen wir schon mal, wie Kukui charakterisiert wurde. Ach, das aber ist mag nicht jeder Pokémon-Professor irgendwie so kleine Kinder? Die sind wie Bischöfe. Echt, ey. Die Bischöfe der Pokémon-Welt. Ja komm, das ist die Mom, du bist die Mom. Ist das nicht herrlich idyllisch? Unser erster richtiger Abend unter dem Mond von Alola. Hey, da ist ein Mauzi, ein normales Mauzi. Ja, jetzt nicht labern. Sein sanfter Schein ist ja so beruhigend. Na gut, es wird Zeit, um die Umzugskartons auszupacken. Ich weiß nicht, ob mein Kind da drin Luft kriegt. Mauzi, gehst du bitte in die Karte holen? Mauz! Genau! Mauz, genau! Warum muss ich immer das scheiß Kind holen? Ich glaube, das wäre tatsächlich so, wie Mauzi ist. Ja. Oh, jawohl! Die Mauzi Action Cam. Oh, ein Ditto Kissen. Ja. Mauz! Natürlich eine Nintendo Wii. Ein Relikt vergangener Zeiten, spätestens ab März. Ein schlafendes Mädchen und das nicht im Labor von Kukui. Da stimmt was nicht. Die ist ja sicher abgehauen. Mautz! Mautz! Wenn es wenigstens ein sprechendes Mautzi wäre, aber dann wäre es das von Team Rocket. So, kann ich wetten mit Katsuri. Ja, oh! Tatsache. Tja, Exido, das war schon mal mehr Bewegung im Spiel als in deinem echten Leben im ganzen Jahr. Oh, du schaffst in das Notizbuch, das dein Vater dir gegeben hat. Wo ist mein Vater? Abenteurerregel Nummer 1 kenne ich, 2 kenne ich. Gut, machen wir das doch mal. Boah, ich habe eine Regel befolgt. Die erste Regel des Notizbuchs ist, wir reden nicht über das Notizbuch. Okay, auf diesem kleinen Globus sind Kanto und Alola weit von der Karte. Ja, ich dachte, Kanto, das ist eine Karte. Alola. Ich dachte, an diesem Globus ist eine Karte von Alola geklebt oder so. Da ist ein Übersichtsplan drüber geklebt. Genau. Das ist eine Plüschpuppe. Ja, gut. Wir kennen das Ganze hier. Ah, was macht denn Mauzi? Oh. Mauzi! Okay, runter. Aber warum laufen wir so im militärischen Gleichschritt? Ah, echt mal. Echt mal. Wir wurden dazu erzogen. Oh Gott. Ja, ich erinnere mich an Musikunterricht damals. Haben wir so Kriegsmarschlieder gelernt aus dem Zweiten Weltkrieg. So, unsere Fahne flattert uns voran. In den Kriege ziehen wir Mann für Mann. Volk ans Gewehr. Was zum? Das hat uns damals unser Musiklehrer beigebracht. Ach du Schande. So, im Nachhinein stelle ich das auch in Frage. Ja, okay, komm. Du hast tief und fest geschlafen, was? Jetzt strotzt du sicher nur so vor Energie. Und Hildegard? Freust du dich schon auf Alolas Pokémon? Gute Frage. Nicht auf eines. Nicht auf... Erinnere mich nicht dran. Entschuldigung. Erinnere mich nicht dran.
Ach was, glaub mir, du wirst sie bestimmt schon ganz bald sehr zu schätzen wissen. Nein. Zumindest 81 der 82 noch. Naja, Moment. Oder sind es vielleicht 81 der 85 9? Nee, 84 9? Nee, der 85 9. Also, 82 9, aber es gibt ohne Ultra-Biester. Ja, wie auch immer. Ja.